Salut zusammen und herzlich willkommen aus der Hubel Matz in Luzern. Entschuldigung, wenn ihr euch fragt, warum es immer so lange geht, bis ich den Ton anlohne. Das ist einfach, damit ich von YouTube nicht bestraft werde, dass die unsäglich laute Musik in diesen Stadien jeweils immer noch läuft, während wir schon live streamen. Ich darf ja natürlich nicht Musik ohne Erlaubnis vom Benutzer livestreamen, vom Besitzer live streamen. Ich erinnere euch, wir haben einen Live-Chat, den könnt ihr brauchen, unten drinnen. Ich freue mich immer drauf, wenn ihr auf YouTube mit mir redet während dem Match. Wir sehen heute Luzern gegen die Young Boys. Das ist ein Duell um die Tabellenmitte. Um die Tabellenmitte, um dort den Stand. Mal schauen, ob die Young Boys oder Luzern weiter kann. Svenja Fömmli mit dem ersten Angriff im Strafraum legt sich quer, aber in die Hände der Serena Friedli. So. Svenja Fömmli, heute im Angriff mit der Stefanie Erne. Dazu kommen wir noch später, aber zuerst Aufstellung von den Young Boys. Aufstellung, Matchblatt, auch für die Young Boys Spielerinnen, die mich das letzte Mal kritisiert haben. Das mache ich in Aufstellung und jetzt wird nichts falsch gesagt. Serena Friedli ist Captain und im Goal. Dreier Abwehr vor ihr mit Julia Schassberger, Carola Fasel und Liana Zaug. Wingbacks sind Thais Hurni und Lara Frey. Dann haben wir im Mittelfeld Genia Schmidt und Jana Neuhaus, Nadine Riesen als rechter Flügel, Marilena Wittmer als linker Flügel und Jael Jost im Sturm. Genau. Das ist die Aufstellung der Young Boys. Wir haben dann auf der Bank Chiara Messerli, Laura Schreuers, Charlotte Melon, Emma Fuchert, Nicole Tillier und Noemi Gilmann. Während Pilot Sam in der Startaufstellung Sandra Bruderer im Goal ist, dann haben wir die Innenabwehr wieder mit der Rahel Graf und der Chantal Ruf. Melina Schkodler ist rechte Aussenverteidigerin, Alessandra Appiol ist linke Aussenverteidigerin, Sabina Jackson und Chantal Wiesen machen das zentrale Mittelfeld. Victoria Bischof über rechts, Irina Pando über links und im Sturm, wie ich schon gesagt habe, Svenja Fömmli neben der Stefanie Erne. Wenn ihr die Aufstellung seht, wisst ihr, dass Luzern heute ohne seine Prunkstücke muss antreten, ohne die Melanie Müller und ohne die Leslie Ramseyer, die zwei sehr talentierten Mittelfeldspielerinnen, die in letzter Zeit auch in der Verteidigung zum Einsatz gekommen sind, sind heute nicht einsatzfähig. Bei Luzern auf der Bank dementsprechend auch Sarah Klotz, Michelle Schneider, Alicia Hallert, Lea van Wiesenbeck, Rahel Sager und Lynn Hering, also auch nicht auf der Bank die zwei Koryphäe von dem Team. So, das ist jetzt alles gesehen zu den Aufstellungen. Versuchen wir in Match einzutauchen. Chantal Ruf spielt noch raus für Pando. Also Bart, kannst du gerne ein, zwei Stufen mehr hier mit dem Zoom, weil wie du siehst, es tut es noch also so. Sind wir eigentlich noch gut unterwegs. Auf dem Bildschirm. Entschuldigung, immer wieder ein bisschen Anweisungen geben an meine freiwilligen Kameramänner. Heute ist es der Bart van Wiesenbeck, der sich sehr, sehr höflich und sehr nett bereit erklärt hat, dass er heute und an anderen Matchen vielleicht aushelfen kann. Als Kameramann lasst ihm einen Gruß hier im Live-Chat oder flucht immer nur über mich, nie über ihn, weil wenn er es falsch macht, dann habe ich es ihm falsch beigebracht. So, am linken Flügel haben wir Thais Hurni, Genia Schmid. Schmid spielt mit Wittmer zusammen. Schmid aus der Distanz, aber in die Hände von der Sandra Bruderer. Wie gesagt, es geht heute ein bisschen um etwas. Es geht heute nämlich darum, wer sich in der Tabellenmitte kann festigen kann. Es ist einer von zwei Matchen, die heute in der Nationalliga am 6 Uhr abpfiffen wird. Der andere Match ist Grasshoppers gegen Basel. Und wir haben schon Resultate aus dem ersten Match, aus denen, die am 4 Uhr abpfiffen worden sind. Jetzt aber zuerst noch ein Schuss aus der Distanz. Victoria Bischof übers Goal. Wie gesagt, am 4 Uhr abpfiffen ist der Match St. Gallen Stadt gegen Zürich wurde. Dort hat es 0-2 gegeben. Zürich hat nach einer ersten Halbzeit, wo sie nicht ganz in Fahrt gekommen sind, dann natürlich Goal geschossen wäre. Fabienne Hum und Martina Moser. Die ganze Erfahrung von diesen zwei Spielerinnen hat das für Zürich geklärt.
Während Lugano die junge Luganesi, die U17-Mannschaft, die befördert worden ist zum Nationalliga-A-Team, ganze 45 Minuten. Servet konnte auf die Stanz halten, aber dann gerade nach der Pause Paola Serrano mit dem Goal. Und dann haben wir Talisa Lagonia, die das Ganze entschieden hat. 2-0 outdated. Das heisst, Servet bleibt an der Tabellenspitze. Zürich wird aufschließen, aber zuerst muss Basel Punkte legen, dass Zürich sich sicher fühlen kann am zweiten Platz. Basel und Zürich also im Duell um den zweiten, das heisst Luzern und IB im Duell um den vierten und fünften Platz. Jetzt am rechten Flügel, Nadine Riesen ist verloren gegangen, macht den Haken mit dem linken Fuß, wird aber abgeblockt von Alessandra Apuli, jetzt Fehlpass von Bruderer. Wittmer legt quer und Neuhaus. Mit Kraft, aber wenig platziert in die Hände von Sandra Bruderer. Chantal Ruf. Spielt zu Rahel Graf. Die jetzt zu der Melina Schkodeler. Ja, interessant, wir haben jetzt wieder Graf und Ruf in der Innenabwehr. Die zwei haben ja schon das Willi nicht mehr wirklich zusammen gespielt. Beide haben gespielt, aber nicht mehr zusammen, weil der Glenn Meyer gefunden hat, er zieht lieber seine kreativen Spielerinnen zurück. Jetzt gut mit dem Kopf abgelegt von der Stefanie Erne führt Alessandra Apjul, aber die kann den Ball ein bisschen zu steil geschossen, nicht mehr abfallen. Sieben Minuten gespielt hier in Luzern. Tut mir leid, dass das Ganze ein bisschen überhastet gewirkt hat am Anfang. Das ist, weil kurz vor Abpfiff von diesem Match noch ein anderer Match am Laufen gesehen auf diesem Platz. Da hat die U21 vom FC Luzern in der ersten Liga mögen gewinnen gegen Zug 94. In der letzten Minute ist dann noch das Goal gefallen. Das für unsere Erstliga-Promotion-Fans. Hey Benny, danke, dass du zuhörst. Ja, ich werde heute zu Orsi sein. Die grosse Frage ist, wirst du in Orsi sein? Dann werden wir uns dort treffen. Aber zuerst bin ich noch hier am Match kommentieren für alle anderen, die es nicht, wahrscheinlich nicht so fest interessiert, wo ich meinen Abend verbringe. Aber ich sage immer noch, bevor es den Harris gegeben hat, bin ich schon der Mann aus Sursen gesehen. Alessandra Apjul spielt mit der Sabina Jackson. Jackson muss aber zurückspielen zu der Rahel Graf, Graf zu Chantal Ruf. Ruf hat ein bisschen Platz, spielt zu Abjul. Abjul kommt an Riesen vorbei, zieht in die Mitte vom Feld, Laura Frey verfolgt sie, aber die Young Boys können aber Pass abfahren. Irina Pando mit dem zweiten Anlauf, kann sie den auch noch holen oder nein, der ist weg hinter der Grundlinie. Es gibt aber Eckball für Luzern. Chantal Wieser macht sich auf den Weg, um den Ball zu treten. Wieser auf den zweiten Pfosten zirkelt und Pando kommt nur knapp nicht dran hin. Das war nicht Pando, sondern Bischof. Da habe ich meine Blondschöpfe verwechselt. Irina Pando und Victoria Bischof. Aus der Distanz, wenn man noch Pferdeschwänze gesehen werden, weiß man nie genau, welche denn das war. Tut mir leid, es war Victoria Bischof. Bischof, der ja überraschend sehr viel für die Offensive vom FC Luzern macht. Wir haben sie als U19-Defensivspielerin kennengelernt. Und jetzt aber bei Luzern eigentlich immer in der Offensive gesetzt. Am Flügel. Dort fühlt sie sich scheinbar am wohlsten. Wir haben sie noch als Innenverteidigerin und Außenverteidigerin kennengelernt in der Nachwuchsabteilung vom SFV. Aber in Luzern hat sie eine andere Rolle gefunden, die ihr auch sehr gut bekommt. Victoria Bischof, sehr eine offensive Spielerin. Nimmt mich Wunder, ob sie Teil davon aus den USA mitgenommen hat, wo sie ja in Georgia gespielt hat. Wieser jetzt mit dem Ball für Pando, lanciert Pando. Pando kann querlegen für Erne, aber die verliert den Ball. Jackson kommt erben, geht rechts raus. So Bischof, aber jetzt die Young Boys mit vereinten Kräften können den Ball klären. Liana Zaug haut ihn dann raus.
Jenja Schmidt, die zurückgekommen ist, haut den Ball raus. Und es gibt Einwurf für Melina Skodeler. Skodeler wirft die, wie sie hätten wollen, aber die Young Boys blocken. Es gibt Einwurf für Thais Hudny. Hier in Luzern tut sich viel sportlich heute. Die U21 hat hier auf der Hubelmatt gespielt. Das hat dafür gesorgt, dass die U19 von Luzern und von den Young Boys nicht auf der Hubelmatt spielen. Die haben irgendwo hier in der Nähe gespielt. Und jetzt um 18 Uhr noch spielt auch die erste Liga. Die FC Luzern Frauen mit Alea spielt hier nebenzu in der Nationalliga B. Wenn man mich fragt, verpasst die Chance für Luzern, um eigentlich Frauenfußball zu staffeln? Hat eine Mannschaft um 2 können spielen, die andere um 4, die andere um 6. Muss ja nicht unbedingt alles auf der Hubelmatt sein. Aber in Gedi stand es so, dass eigentlich Frauenfußballfans einen ganzen Nachmittag in der Schweiz können verbringen können. Ja, in Luzern ist nicht. Da hat die Kommunikation und die Absprache nicht funktioniert. Natürlich, ja, Plätze müssen gebucht werden, aber auch irgendwann darf man auch mal eine Ausnahme machen für die Frauen. Während die Lina Pando in der Mitte den Ball versucht, die Tiefe zu lancieren. Für Stefanie Erne, aber wird abgefangen. Pando kommt zurück, holt den Ball. Abühl wird aber abgerätscht von der Nadine Riesen. Nadine Riesen, das Riesentalent, das von St. Gallen zu den Young Boys gewechselt hat. Aber noch im Einsatz bei St. Gallen Stadt in der Nationalliga B zu ihrem ersten Nazi-Aufgebot gekommen ist. Damals in dem Spiel gegen Serbien hat sie dann auch gespielt. Und hat sogar sehr gut ausgesehen in diesem Match. Ich wollte sagen, und sogar das Goal geschossen, aber ich glaube, dort hat Noah Scherz das Goal geschossen. Pando, Völmli, jetzt mit dem Ball in die Tiefe für Bischof, aber auch wieder abgefangen, das mal von der Carola Fasel. Carola Fasel, die war schon ein bisschen mehr der Nationalmannschaft gewesen als die vorher genannte Nadine Riesen. Carola Fasel, Teil vom erweiterten Kader von Nils Nilsson, auch wenn sie jetzt für die ersten Ernstkämpfe nicht berücksichtigt worden ist. Riesen spielt mit Frey zusammen. Frey setzt sich durch, spielt raus zu Riesen, aber der Ball klatscht ab und Ruf kann er problemlos rechts raus tun. Einwurf für Nadine Riesen. Riesen zurück zu Neuhaus. Flankenwechsel. Findet aber nur Skodeler. Frei. Mit einem neuen Anlauf. Frei gegen Pando. Frei zu Riesen. Riesen gegen zwei macht einen cleveren Haken. Hat ein bisschen Platz. Riesen bricht den Strafraum, wird aber abgelaufen von Luzern. Ein neuer Anlauf, das mal von Diana Neuhaus. Neuhaus versucht mit Frey zusammenzuspielen, aber Pando lässt das gut und kann jetzt klären zu Svenja Völmli. Völmli bleibt mit ein Glück im Ballbesitz und läuft der Julia Schassberger davon. Aber die junge Julia Schassberger, U19-Nationalspielerin, will nichts davon gesehen und kommt mit. Und dann kann Carola Fasel den Ball abwehren. So, 14 Minuten gespielt, hier in Luzern. Noch keine namhafte Goalchance. Jetzt der erste richtig Schuss von der Sabina Jackson. Gut, das ist nicht fair. Jana Neuhaus hat vorher auch einen ähnlichen Schuss aus der Distanz. Aber beide nicht wirklich sehr gefährlich. Für die erfahrenen Goalie-Frauen auf Seite von der Young Boys, Seraina Friedli natürlich, Nationalspielerin. Und auf Seite von FC Luzern, Sandra Bruderer. Ball jetzt wieder bei Sabina Jackson. Jackson spielt raus zu Skodeler. Skodeler muss Bruder ins Spiel holen. Bruder haut den Ball weg, findet aber noch den Kopf von Jenja Schmidt. Sie kontrolliert ihn nicht und Skodeler lanciert den nächsten Angriff am rechten Flügel mit der Victoria Bisch, mit Stefanie Erne. Erne mit dem Turbo kommt ja der Liana Zaug erst mal vorbei, aber die Young Boys fangen sich wieder nach den Riesen. Riesen. Riesen mit dem Ball, was macht sie? Und im Abseits steht Wittmer, aber
Fahne geht erst jetzt auf. Vielleicht hat der Linienrichter mich gehört, wenn ich das gesagt habe. Weil er hat erst nach meinem Abseitsruf die Fahne gehoben. Marina Wittmer ist gestanden im Abseits. Gut, ich habe jetzt natürlich die Kamera und die können mich ja jetzt Lügen strafen. Aber ich glaube nicht. Probieren wir es nochmal. Schauen wir. Ja, Wittmer steht weit im Abseits. Gut eingefangen von meinem Kameramann von Bart. Jetzt der Ball. Gut abgefangen von den Young Boys, aber dann nicht viel draus gemacht, der Langball. Ein bisschen zu lang für Mitspieler, aber auch für Sandra Bruder. Es gibt Abstoß. Rahel Graf. Bruder und wieder Graf. Graf spielt mit Jackson, der zurückgeht, zum Spiel zu holen. Man sieht also bei Luzern doch deutlich, dass ohne Müller und Ramseyer ein bisschen Kreativität im ersten Moment fehlt. Warum genau, weiß ich nicht, weil Ruf hat die Kreativität eigentlich, aber im ersten Moment kommt Luzern nicht so aus der Gang. Jetzt der Ball von Bruderer bringt Pando dazu, dass er das Foul muss machen gegen die Laura Frey. Und wenn wir vorhin von Nationalspielern geredet haben, darf man nicht vergessen, Nationalspielerinnen für das Aufgebot für ein Match gegen Rumänien sind auf dem Platz. Jetzt zum Beispiel Svenja Völmli mit dem Ball. Völmli bricht durch am rechten Flügel, ist jetzt im Strafraum, aber wird fast zu einfach vom Ball getrennt von der Leana Zaug. Und natürlich auch bei Luzern eine weitere Nationalspielerin, Tirina Pando, links aussen. Pando und Völmli, also die Antwort von Nils Nielsen für den Sturm von der Schweizer Nationalmannschaft. Während aus der Distanz wieder abgezogen wird, viel, viel Selbstvertrauen bei der Marilena Wittmer, aber wenig, wenig Zielkraft. Der Ball weit am Goal vorbei, gut gedacht, gut gesehen, aber dann schlechte Ausführung. Wittmer, der ja aus Deutschland zurückgekommen ist, eine Saison in der Bundesliga gespielt hat bei Frankfurt. Dort sogar zu Einsätzen gekommen ist. Aber ihre Bilanz war, sie hat zu wenig gespielt und wegen dem probiert sie es in der Schweiz nochmal neu. Schkodeler. Schkodeler findet Erne irgendwie noch. Oder Wieser ist das gesehen. Wieser zu Pando, zurück zu Jackson. Ich bin schnell hinter den Bau gekommen. Gut am Verteidigen. Wenig Platz. Chantal Ruf in der gegnerischen Hälfte. Ruf spielt links raus zu Abül. Abül mit dem Wellpass. Schasberger fährt ab. Pando mit dem zweiten Anlauf. Aber kommt nicht vorbei an Nadine Riesen. Ja, das ist der Trick der Young Boys, oder? Sie haben eine Dreierkette mit Wingbacks, die sehr, sehr offensiv spielen. Aber man soll nicht meinen, dass die immer nur dort hinten kleben bleiben. Nadine Riesen. Wo jetzt ganz hinten war, vorhin war das noch Laura Frey. Nadine Riesen hat sich weit zurückgehen lassen, um eben zu verteidigen. Und das Gleiche macht Thais Hurni und so gibt es dann auch eine gewisse andere Dynamik. Und da kann man auch eine Überzahl hinter dem Ball generieren, was dann der Luzerner das Leben ein bisschen schwierig macht. Seraina Friedli. Spielt zu Zaug, die spielt mit Fasel. Fasel zu Schasberger. Schasberger, eigentlich sehr offensiv, aber in dieser Dreierkette, jedes Mal, wenn ich sie sehe, nützt die Young Boys das gar nicht so aus, dass die, Julia Schasberger so offensiv und so kreativ kann sie mit dem Ball. Schasberger eher eine von denen, die zurückbleibt. Dabei in einer Dreierkette wäre das eine Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel. Schasberger findet Lücken, aber Neuhaus spielt lieber zur Sicherheit zurück, zu Fasel. Zaug! Zu Wittmer, Wittmer behauptet den Ball gut. Guter Lauf von Wittmer, findet rechts aussen drei Jael Jost, aber Tirina Pando grossartig zurückgeht und den Ball abgewehrt. Topscorerin von unserer Meisterschaft, 9 Goal, zusammen mit Fabienne Hum. Hum hat zwar ein Match weniger, aber
Beide haben schon 9 Goal geschossen. Pando wird wahrscheinlich auch versuchen, heute noch mal eins zu schießen. Heute aber ein bisschen mehr am Flügel und schon mit einer super defensiven Aktion. Die Irina Pando, die kann man überall brauchen. Sie war schon mal Goalie gewesen. Sie spielt auch Innenverteidigerin, Außenverteidigerin, alles was du brauchst. Wippt man jetzt mit dem Eckball in Herzen vom Strafraum, findet den Kopf von Zaug, aber geht am Goal vorbei. Liana Zaug, die junge Spielerin, die befördert worden ist aus der U19, dreifach Meisterin mit der U19, spielt jetzt im ersten Team, was nicht überrascht und sogar sehr fest erfreut immer. Aber Liana Zaug lässt dann auf der Bank Spielerinnen, die doch etwas mehr Erfahrung haben eigentlich auf dem Papier. Aber völlig zu Recht. Wir haben dann Emma Fogel, heute nicht, aber sonst auch eine Alana Burkhardt im Aufgebot. Und diese Spielerinnen kommen anstelle von der Liana Zaug mit zum Einsatz. Das spricht für die Qualität der jungen Innenverteidigerin der Young Boys. Übrigens noch ein Hinweis für die, die uns schauen. Ihr wisst, dass die meisten Fernseher auch eine YouTube-App haben. Wenn ihr am Smartphone schaut, könnt ihr ganz einfach den Match oft auf dem Fernseher aufbeamen. Sonst könnt ihr auch direkt über die YouTube-App am Fernseher den Match schauen. Das letzte Mal, als wir Cup gespielt haben, habe ich viele Rückmeldungen bekommen, wie gut dass das am Fernseher funktioniert. Also auch Curved UHD-Fernseher haben ein scharfes Bild und das freut mich natürlich, wenn ihr auch am Fernseher den Match mit anschauen könnt. Fühlt sich auch der Frauenfußball mal an wie der von den Grossen. Xenia Schmid spielt zurück. Mit Schasberger und Schmid wieder. Wieser und Jackson pressen, aber können bis jetzt noch keinen Fehlpass produzieren. Schmid jetzt unter Bedrängnis, findet aber am rechten Flügel Clara Frey. Frey hat viel Platz vor sich, Frey entscheidet sich für einen Haken, ist im Strafraum. Frey legt ab, aber uff. Ist das die beste Lösung für Clara Frey? Da hätte sie vielleicht selber schiessen können. Oder eine Spielerin anspielen, die etwas mehr Platz hatte. Luzern jetzt im Gegenstoß, aber Fasel schnell an dem Ball. Und Völmli ereilt ihn. Zaug. Liana Zaug. Spitze, das heisst Huni. Huni, der jetzt über links spielt in dieser Saison. Häufiger. Auch eine Lösung. Vor allem, wenn Noel Maritz in der Nationalmannschaft über rechts gesetzt sein soll, dann wäre Hurni über links sicher keine schlechte Lösung. Riesen. Riesen gegen Abiel. Riesen spielt zurück zu Frey. Frey versucht es nochmal. Frey kommt aber nicht an Pando vorbei. Laura Frey nochmal und sie spielt den Ball raus. Nein. Pando hat ihn rausgespielt, sagt der Linienrichter, habe ich anders gesehen. Auf jeden Fall Einwurf für die Young Boys. Neuhaus, jetzt mit ein bisschen zu viel Kraft. Pando. Irina Pando kommt nicht vorbei an Jana Neuhaus. Es gibt nochmal Einwurf für die FC Luzern Frauen. Abiel mit dem Hacker spielt zu Jackson. Viel Platz rechts, ganz frei. Sie finden Skodler und Graf und langsam verschieben sich die Teams. Ich muss sagen, wenn eine Flanke so fest missachtet wird von den Spielerinnen wie jetzt die rechte Flanke, ist das ja sonst schon nicht ganz orthodox. Aber wenn ihr wüsstet, wie gross das Hubelmatt verglichen mit anderen Fußballplätzen im Frauenfußball ist, dann macht es das Ganze noch mal besorgniserregend. Laura Frey. Frey macht für Boden gut, lässt für Gegnerinnen hinter sich. Jetzt auch im Direktduell mit dem Captain, mit der Ryle Graf, kommt sie gut vorbei. Und es wird gepfiffen. Freistoß. Da hat wohl jemand Laura Frey zurückgehalten.
Anders kann ich mir das nicht erklären. Schauen wir das Ganze an. Frei kommt an 2, 3, 4, 5. Ah, ja. Kommt an 5 Gegner vorbei. Und dann wird sie von der Rahel Graf touchiert. Wo Rahel Graf das Duell verliert. Und wegen dem wird pfiffen. Jetzt der Freistoß von der Thais Uni direkt in die Mauer. Nachschuss von der Thais Uni direkt auf die Brust von der Irina Pando. Aber Pando bleibt stehen. Sie ist eine harte Kriegerin. Puh, zweimal von der Thais Uni abgeschossen werden. Ist nicht so einfach. Der Gegenstoss für Luzern. Jetzt mit Bischof. Ja, Bischof hat gemeint, dass ihrem Rücken Pando den Bauer läuft. Aber nachdem du zweimal so hart abgeschossen wirst, können deine Mitspielerin eigentlich froh sein, dass du überhaupt noch mal stehen magst. Irina Pando also auch heute einsatztechnisch auf der Höhe. Einwurf für FC Luzern. Die Young Boys können aber klären über Umwege und gewinnen sogar noch einen Einwurf für sie. Pando, jetzt wieder genesen, spielt zu Erne. Erne hat viel Platz und schießt aber knapp am Goal vorbei von der Serena Friedli. Hurni, jetzt mit dem langen Ball für Jost, aber Graf schneller am Ball. Ja, die Jael Jost, die haben wir jetzt in der ersten Halbzeit noch nicht so viel gesehen. Das ist aber ihre taktische Intelligenz und ihrem Opferkeitswillen zu verdanken. Die Jael Jost verschiebt sich taktisch, damit es Platz gibt für ihre Mitspielerinnen. Und so ist sie weniger Protagonistin bisher in diesem Match. Aber es ist nicht so, als hätte Jael Jost noch nichts gemacht. Das ist einfach ein Zufall, dass wir sie bis jetzt noch nicht prominent gesehen haben. Laura Frey. Frey dreht sich um die eigene Achse und findet Carola Fasel mit viel Platz. Fasel zu Zaug. Zaug hat Zeit. Spielt zurück zu der Carola Fasel. Fasel zu Frey. Frey. Jetzt aber mit dem Feldpass. Abbühl sieht das gut. Fängt den Pass ab. Julia Schassberger jetzt mit leichter Bedrängnis von Stefanie Erne spielt sie den Ball raus und es geht ein Einwurf für die Luzern Frauen Spitzenfußball. Irina Pando. Pando löst sich aus der Bedrängnis. Kann den Ball noch querlegen. Wieser versucht Pando noch mal zu lancieren. Der Ball bleibt aber hängen. Erne hat noch mal einen Anlauf. Erne jetzt aber ein bisschen ideenlos dort gegen drei Spielerinnen von den Young Boys. Abuel wirft zu Pando ein. Pando versucht einen cleveren Haken, bleibt aber hängen. Eine Chance für Nadine Riesen. Riesen mit viel Platz vor sich. Riesen spielt zu Neuhaus. Jetzt der Flankenwechsel. Wippmer kommt wahrscheinlich noch drauf, weil Schkodler mit dem Kopf dran ist. Nein, Wippmer entscheidet sich, den Eckball zu nehmen. Marilena Wittmer dafür jetzt kurz ausgespielt. Wegen dem weiss ich nicht wirklich, warum sie sich entschieden hat, den Eckball zu nehmen. Hat aber Platz im Strafraum und schießt und Goal! Marilena Wittmer, ja! So schnell wird ein blöder Kommentator Lüge gestraft. Ich hätte jetzt dort einfach weitergespielt, wenn ich kurz ausgeführt einen Eckball mache. Aber Wittmer hat alles richtig gelesen und ihr Team in Führung gebracht. Young Boys führen 1-0. Marilena Wittmer. Nach einem cleveren Flankenwechsel von Diana Neuhaus hat Wittmer dann den Ball über die Outlinie gehen, den Eckball kurz ausführen, mit den Thais Hurni spielen, wieder im Strafraum einbrechen und dann sich eine Schussposition suchen und an langen Pfosten Sandra Brüder schlagen. Es steht 1-0. Nach 30 Minuten geht IB mit 0-1 in Führung. Durchschützin ist mit Nummer 7 Marilena Wittmer.
Wittmann ist Torschützin und es steht 1:0, also 0:1. Mal schauen, wie Luzern darauf reagiert. Luzern besitzt daheim nie wirklich in Rückstand gesehen und hat nachher das Ganze mal gekehren. Also mal schauen, ob es ihnen heute gelingt. Der FC Luzern allgemein nicht ganz so konstant in dieser Saison, wie man es echt gerne hat. Auch in der letzten Saison war das grosse Problem gewesen. Dort hat man ja auch eine mögliche Champions League Qualifikation sogar verpasst, wo größtenteils wenn man nicht konstant war. Weil oft ist gezeigt, grossartig war, dann wieder nicht. Gut gespielt von den Young Boys. Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter da recht hat und Taizuni im Offside gesehen war. Müssen wir da gerade noch mal schauen. Bei unserer Kamera. In der Zwischenzeit wird Sandra Bruder den Ball wieder ins Spiel bringen. Langer Ball kommt. Huni steht beim ersten Mal sicher im Abseits. Da, aber das zweite. Fehlentscheid würde ich sagen. Fehlentscheid vom Schiedsrichter dort, da abseits abzupfeifen. Da hätten die Young Boys vielleicht ein zweites Goal können schießen, dieser Chance. Das heisst, Huni hat zwar den Fuß weit außen, aber ich glaube, die Luzernerin hält es im Spiel. Ich werde dann nach dem Match genauer anschauen. Wie ihr das auch könnt, ihr könnt natürlich immer hin und her gehen mit den mit dem YouTube-Regler könnt ihr auch das, was passiert ist, schon nachschauen und dann wieder zurückkommen ins Live, ganz einfach mit dem Live-Knopf. Jetzt Luzern, gut gespielt, aber kurz verstürchelt und so ist die Chance weg. Es wäre eine Überzahl rum gewesen, wenn wir bei Luzern, aber der Ball unter Kontrolle gebracht hat, das hat man nicht geschafft. Chantal Wieser verstörchelt sich ein bisschen, hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass der Ball für sie quergelegt wird und ist das Ganze ein bisschen versandet. Danke Tanja, wir wissen jetzt, dass sie den ACB, den FC Aarau, schon 2:0 führt gegen Yverdon. Dort dann auch ein Spitzenspiel. Ärgerlich wahrscheinlich für unseren Freund, für Hugo Kostetzer, dass er das Wochenende nicht spielt. Der Match von diesem Wochenende gegen Schlieren ist verschoben worden auf Sommer 2020, weil in Schlieren die Flutlichtanlage kaputt gegangen ist. Und weil die Grundsanierung jetzt über den Winter ansteht, wird dort dann auch nicht mehr gepflegt bis dann. Wegen dem Schlieren gezwungen, alle Matches zu verschieben. Unter anderem eben der gegen Thun. Und das heisst, Thun könnte in der Tabelle bedrängt werden von den Verfolger, weil sie ein Match weniger haben. Und zwar ein Match weniger bis dann im Mai innen. Das heisst, sie werden dann immer die Jäger müssen sein, wenn sie dann irgendwann überholt werden. Gute Hauptchance für die Young Boys in der Zwischenzeit, während ich euch die Anekdote erzählt habe, aber sie kommen nicht in den Strafraum vom FC Luzern. Ich habe euch ja schon gesagt, dass Servette 2:0 gewonnen hat gegen Lugano. Also das heisst, Lugano tut immer die Distanz zu den Gegnern immer mehr verkürzen, das junge Team aus Lugano. St. Gallen Stadt hat 9:2 verloren gegen Zürich. Auch das, St. Gallen wird besser als in der ersten Direktbegegnung, aber auch dort ein bisschen Luft nach oben. Basel und die Young Boys und GC stehen immer noch 0:0 ausgeglichen. GC gegen Basel übrigens auch die Partie im Cup. Der Cup, der natürlich wieder zu reden gegeben hat, die Auslosung. Luzern ist ja nicht mehr dabei, dort sind Grasshoppers. Die Young Boys sind aber noch dabei, sie werden auf St. Gallen Staat treffen. Die zwei bestklassierten Teams in der Nationalliga A, aber Zürich und Servette haben sehr viel Losglück gehabt. Zürich darf auf Thun fahren und Servette darf gegen den Erstligist Palermo dran nennen. Manchmal ist halt einfach das Unglück mit den ganzen Davids und die ganzen Goliaths. Haben die richtigen Teams gezogen und haben so gute Chancen, um in Halbfinale zu kommen oder sogar in Finale.
im Finale dort sind Young Boys gewesen, aber nicht mit Fußball, wo so abgefangen wird, so telefoniert ist. Noch muss ein bisschen mehr kommen, dass man im Cup-Finale spielen kann und, sich behaupten. Allgemeines Fazit noch. Gut 37 Minuten ist das. Die Young Boys gut unterwegs sind, vor allem was das Räume eng machen angeht. Sie ziehen sich gut zurück, nutzen ihr flexibles Spielsystem auch dafür. Luzern müsste ein bisschen mehr Pressing an den Tag legen. Ich habe auch das Gefühl, dass das mehr Fehler würde verursachen. Luzern eher verlegen, macht das Spiel schnell mal vertikal. Wenn sie es machen, sind sie eigentlich gut unterwegs, überraschen den Gegner auch. Aber die Ausführung ist noch nicht die beste. Und dann eben, lässt man sich manchmal typieren wie vorher beim Goal. Gut gemacht von Jana Neuhaus, der Haken. Schmid lanciert sie gerade wieder. Neuhaus gegen Jackson, kann sich behaupten. Aber der Ball für Taizuni kommt nicht an. Rahel Graf spielt in Sturm zu Svenja Völmli. Völmli, aber chancenlos gegen Svenja Schmid. Laura Frey am rechten Flügel nimmt einen neuen Anlauf. Frey bricht ein, aber Völmli läuft ihr den Ball ab und spielt zurück zu Bruderer. Ruf und Bruderer. Jackson wird bedrängt von Neuhaus, bringt aber den Ball noch zu Skodeler. Skodeler zu der tief gehenden Erne, aber die verliert den Ball und Chance für die Young Boys, Spiel zu beruhigen. Laura Frey wird aber abgelaufen und wegen dem. Ja, vielleicht die letzten zwei Minuten gerade symptomatisch für das, was ich gesagt habe. Genauigkeit fehlt im Spiel. Von beiden Teams, nicht nur vom FC Luzern. Aber beim FC Luzern zahlt sich das halt mehr aus, weil sie weniger Spiel haben, weniger Ballbesitz. Macht das die Young Boys gut und eben, wie sie die Räume eng machen. Riesen kann sich gut durchkämpfen, hat jetzt die Chance verpasst, nach Hause zu gehen für Widmer. Geht aber jetzt zu Jost. Jost mit dem Abschluss, aber der Ball draussen und es geht Abstoß. Ja, Jost, ich denke, sie hat wahrscheinlich eher einen Flank versucht für Marilena Widmer, aber der Ball abgelenkt. FC Luzern machen sich ein paar Spielerinnen warm, aber dadurch, dass Ersatzgoalie Lea van Wiesenbeck sich auch warm macht, habe ich das Gefühl, dass es mehr der Temperatur zu verschulden und nicht taktisch. Pando wird gut getackelt von Neuhaus. Neuhaus, der eines der besten Spiele macht, von allen Spielerinnen hier. Fasel, jetzt mit dem langen Ball für Jost. Jost legt ab für Widmer. Widmer hätte gerade returnieren können, lässt sich aber dafür von Jackson den Ball abnehmen. Abühl gegen Frey. Frey behauptet sich und gewinnt einen Einwurf. Laura Frey. Aber der Ball wieder für Luzern. Einwurf. Pando wirft gerade ein zu Völmli. Völmli hat ein bisschen Platz vor sich. Völmli sucht den Platz, wird aber dann gerade von drei Spielern in die Mangel genommen und verliert den Ball. Pando eilt zurück, um den wieder zurückzuholen. Kann auch in der eigenen Reihe behalten. Abbühl jetzt mit dem langen Ball. Völmli hat das sogar noch behauptet. Aber auch da wenig Genauigkeit. Luzern tut sich keinen Gefallen, den Ball in die Luft zu bringen. Sie müssen eigentlich an den Füßen haben. Nur so können sie Konstanz aufbauen, können sie den Ball laufen in der eigenen Reihe. Wenn der Ball in der Luft ist, dann muss immer noch die erste Annahme muss stimmen. Und das gibt halt einfach dem Gegner Zeit, um dir wieder den Platz wegzunehmen. Vor allem bei einem Young Boys, der so schnell hinter der Reihe ist mit so vielen Frauen. Riesen, jetzt mit einem riesen Sprint am linken Flügel. Riesen, wartet, dreht sich. Ah, schade. Das war antiklimatisch von der Nadine Riesen. Da hat sie auch Mut fassen und in diese Richtung sprinten, hat aber gewartet. Und es gibt Chance für die Irina Pando, die jetzt Braveheart-mässig versucht durchzubrechen. Auch noch das Foul verlangt, aber der Schiri will nichts gesehen haben. Und darum geht sie in die andere Richtung. Laura Frey. So wird man. Widmer
verliert den Ball und Abbühl. Abbühl in der gegnerischen Hälfte. Abbühl, der Pass in die Tiefe für Erne. Erne kommt aber nicht schneller an den Ball als Liana Zaug, würde ich sagen. Bin aber nicht sicher, ob das stimmt. Abbühl jetzt mit dem Einwurf. Pando kommt nicht durch mit ihrer Idee. Und der Ball am rechten Flügel, Skodler gegen Hurni. Aber Hurni steckt noch gut durch. Und Nadine Riesen hat das ganze Feld für sich. Riesen muss warten, bis überhaupt jemand mitkommt. Riesen immer noch mit extrem viel Platz, aber. Doch, also wirklich, doch kann jetzt der FC Luzern der Nadine Riesen danken, dass sie eigentlich nicht hat wollen, eine Solo-Nummer abziehen, so lange, wie man gewartet hat, um sie zu bedrängen. Sie hatte eigentlich Zeit gehabt, um sich eine Kappe lesen und die dann anlegen, bevor sie dann den ersten Pass spielen musste. Also, man muss Luzern natürlich drüben viel enger machen, aber wie ich sage, das Spiel ganz fest nach links verschoben aus Luzerner Sicht, nach rechts aus Young Boys Sicht. Warum genau, verstehe ich das nicht. Das gibt dann viel Platz auf der einen Seite, wo Nadine Riesen aber jetzt zum zweiten Mal nicht wirklich ausnützt. Jackson jetzt mit der guten Flanke im Strafraum, aber noch kommt die Mitspielerin nicht hin und Friedli nimmt den Ball in die Hand. Höher Besuch aus dem Ausland da in Luzern. Während Liana Zaug das Spiel wieder aufgebaut für die Young Boys. Höher Besuch, sage ich, weil die Spielerinnen vom 1. FC Frankfurt da sind. Angeführt natürlich von unserer Geraldine Reuteler, die ja früher da beim FC Luzern Spitzenfußball Frauen gespielt hat, mittlerweile in Frankfurt aber ihre Goal schießt. Völmli dreht sich gut, macht ein bisschen Boden gut. Völmli, jetzt der Pass aber abgefangen. Und es geht wieder los von hinten. Wieder die Young Boys. Xenia Schmid spielt mit der Carola Fasel. Fasel zu Schassberger. Schassberger hat ein bisschen Zeit. Bringt den langen Ball, aber Alessandra Abbühl fährt ihn ab. Doch der Ball kommt nur bis zu Marilena Wittmer. Wittmer aber im Duell mit Jackson zieht sie den Kürzer. Jackson steckt zurück zu der Rahel Graf und die jetzt Bruder zu Ruf. Und Ruf verteilt spielt schon wieder den Ball schon wieder bei der Sabina Jackson. Sabina Jackson nach links raus zu Alessandra Abbühl. Abbühl zurück zu Ruf. Ruf macht ein bisschen Boden gut. Wird nicht bedrängt, hat viel Zeit. Ruf spielt so Graf und Graf trifft den Ball dann nicht richtig. Da hat man auch mehr daraus machen können. Ist eben noch lustig. Ruf hat so viel Zeit, dass ich eigentlich den Ball auch mit der B-Post in den Sturm schicken kann. Verliert aber dann so ein bisschen den Mut, weil sie wieder angegangen wird nach einer Spielstation hat. Spielt den Ball zurück zu Graf und die Chance wird zunichte gemacht, einfach so aus dem Spielergebnis. Das ist natürlich ja nicht so, wie Fußball laufen sollte. Ja, Eliost, jetzt am rechten Flügel gegen Abbühl und Abbühl setzt sich durch. Genau, wie ich sage, halt einfach Intensität, Genauigkeit und ja, und auch ein bisschen der Wille fällt da ein bisschen, sobald viel Platz wo man ist und man nicht weiss, was damit machen. Aber wenn wenig Platz ist, wie jetzt für Lara Frey, macht sie alles richtig. Frey tankt sich durch und nur knapp ist nicht 2-0 gestanden. Und jetzt der Schuss aus der Distanz von der Jana Neuhaus in der Hand von der Sandra Bruder. Aber alles richtig gemacht von der Lara Frey. So engem Raum setzt sie sich durch. Aber dann der Pass zurück, der kommt nicht an. Dort hat Luzern gut verteidigt. Wir sehen nochmal Frey im Doppelpass mit Jost und dann setzt sie sich durch. Spielt den Ball zurück, aber dort war noch Melina Skodler, die den Heck abfangen konnte. Sekunden noch, 15 Sekunden in der ersten Halbzeit von die Young Boys verdient, führend mit 1-0.
Luzern ist nie wirklich, wirklich gefährlich geworden. Die Young Boys zwei, drei Mal und dann eines, wo es gefährlich geworden ist, haben sie halt Goal geschossen und das musst du halt machen. Mal schauen, Schiedsrichter gibt noch ein paar Sekunden Nachspielzeit. Wir gehen die Pause. In der zweiten Hälfte dann hoffentlich ein bisschen mehr Action hier im kalten Luzern. Bis später.
So, Musik aus in der Hubelmatte, das heisst, ich fange wieder an zu reden. Young Boys gegen Luzern, steht noch immer 0-1. Young Boys jetzt von rechts nach links, im Gelb-Schwarz, wie man sie kennt. Der FC Luzern in ganz blau. Luzern, Spitzenfußballfrauen, wegen dem sind sie auch von Nike gesponsert und nicht von Adidas oder Kraft neuerdings, weil sie nicht zu der AG von den Herren gehören. Hier in Luzern hat man den Luxus, dass man sich zwei Frauenteams leistet, die nicht im Verein gehören, aber mit dem Logo vom FC Luzern unterwegs sind. Natürlich politische Entscheid von den Herren beim FC Luzern, dass sie das nicht wollen, die Frauen integrieren in ihrem Verein. Völlig falsch. 2019 sollte das eigentlich in eine andere Richtung gehen. Aber wir können auch hier in Luzern nicht dafür sorgen, dass alles in Ordnung wird. Zaug spielt zu Fasel. Fasel raus zu Schassberger. Das muss man sagen, macht die Young Boys viel besser als Luzern. Dort ist das Team im Verein der Frau integriert. Es hat aber seine eigene Marketingabteilung, die es brauchen darf, um eben Sponsoren zu holen, was dem Team sicherlich gut kommt. Und man hat auch mittlerweile einen eigenen Teamchef, einen Teammanager. Und man kann also doch bei den Young Boys sehen, dass dort der Fortschritt angekommen ist, dass Frauen auch ernst genommen werden. In Luzern muss man das über einen eigenen Verein regeln, was natürlich halt einfach ressourcentechnisch das Ganze ein bisschen mehr verknappt. Allgemein in der ganzen Schweiz integriert in den Herrenmannschaften sind, also in den Abteilungen sind, soweit ich weiß, nur die Young Boys und Servette. Basel ist im Nachwuchs, aber ist wenigstens im Ganzen drin, in der ganzen AG, also auch Basel dort einen Schritt weiter. Dann haben wir Luzern, der einen eigenen Verein hat. Wir haben Lugano, wo eigentlich soll integriert werden von Sommer her, aber jetzt mit der ganzen Problematik der Spielerinnen ist das auch wieder ein Fragezeichen. Dann hast du Zürich, du hast Grasshoppers und St. Gallen, die ein bisschen abseits vom Herrenverein noch weiter mitgeführt werden, aber eben nicht so ernst genommen. Dort sicherlich eine Problematik, die wir im Frauenfußball lösen müssen. Die kann ich heute nicht lösen, aber vielleicht in ein paar Jahren, wer weiß. Young Boys, im Weg nach vorne, aber gut gesehen von Alessandra Apül. Sie bleibt zurück, holt sich den Ball. Jana Neuhaus mit dem neuen Anlauf. Lara Frey versucht den Doppelpass mit Nadine Riesen zu erzeugen, aber da fängt sie FC Luzern ab. Wieser zurück zu Graf. Graf nach vorne zu Erne, aber der Ball wird abgefangen. Ja, Stefanie Erne spielt von Anfang an, spielt an der Seite von der Svenja Völmli, bekommt aber nicht so viel Bälle, um sich zu zeigen. Und ist dementsprechend auch ein bisschen unauffällig geblieben. Völmli jetzt mit einer guten Drehung und guten Antritt. Svenja Völmli, die ja gegen Rumänien im Aufgebot ist. Mal schauen, ob sie zum Einsatz kommt. Ich würde sagen, dort ist der Sturm mit Anna-Maria Zunogorcevic und der Fabienne Hum etwas besser besetzt. Also einfach schon fester mit erfahrenen Spielerinnen. Völmli wird aber mit dem Team mitreisen können. Das ist natürlich ein Zeichen von Nils Nielsen, dass er auf sie zählt. Während Jael Joost sehr viel gut macht und die Flanke sehr gut in den Strafraum bringt für Nadine Riesen, da hat Luzern gerade noch so klären können. Jael Joost, also sie hat das gleiche Problem wie Stefanie Erne, bekommt nicht so viel Ball, kann nicht so fest glänzen. Wie auch schon. Völmli, Suchplatz, kommt aber nicht an Fasel vorbei. Wieser probiert einen neuen Anlauf, spielt zu Pando. Pando ist im Strafraum, Pando gewinnt den Eckball. Irina Pando, früher haben wir sie noch als Irina Brütsch kennengelernt. Mittlerweile ist sie glücklich verheiratet und
schießt als Irina Pando Goal nach Goal nach Goal. 19 schon gesehen in dieser Saison. Viele werden wahrscheinlich noch folgen. Jetzt aber zuerst noch der Eckball, ganz Luzern auf der Torlinie. Jetzt kommt man raus, Skodeler kann den Ball behalten, Skodeler, nein, am Goal vorbei. Melina Skodeler gewinnt den ersten Zweikampf und schafft irgendwie sich zu drehen, damit sie den Ball richtig Goal kann bringen, aber schießt dann am Goal vorbei. Viel, viel Verwirrung im Strafraum, weil sämtliche Teams haben sich auf der Goallinie versammelt. Und dann ist das Ganze ein bisschen eng und ein bisschen unübersichtlich geworden. Rahel Graf. Spitze Sabina Jackson. Jackson kommt von Zürich, ist eine sehr, sehr gute Verstärkung für den FC Luzern. Sieht man, Sabina Jackson kann mit dem Spiel mitspielen, kann es verändern. Förmli wird von Schassberger zurückgehalten, Schiri pfeift nicht, Förmli kann den Ball behaupten. Versucht noch eine Schussposition zu erreichen, wird aber geblockt. Weiss nicht, ob das Heben von der Julia Schassberger nicht einen Pfiff hat können nach sich ziehen. Xenia Schmid klärt erstmal. Und Skodeler sucht Völmli, Wieser. Jetzt schauen wir das Ganze nochmal an. Da. Julia Schassberger haltet Svenja Völmli ganz klar zurück. Hat man, nachdem sie nicht gerade in eine Schussposition kommt, können dort noch das Foul geben. Das hat auch für Julia Schassberger eine gelbe Karte bedeutet. Hat der Schiedsrichter anders gesehen und wegen dem steht es noch immer 0-1 und Luzern hat den Schuss geblockt gehabt. Aber wir sehen, in der zweiten Halbzeit Luzern ist ein bisschen entschlossener ins Spiel gekommen. Die Young Boys sind im Moment noch gemächlich unterwegs. Mal schauen, ob sie da noch ein bisschen das Tempo anziehen können. Zaug probiert, Hurni zu finden mit dem langen Ball. Es gibt Einwurf für die Young Boys. Machen da. Spielt den Ballbub und wirft den Ball zu seiner jungen Flügelstürmerin zu. Wippmer versucht sich zu drehen, aber Ruf läuft ihr den Weg ab. Jetzt ein guter Ball von Neuhaus, aber ein bisschen spät hat das Nadine Riesen gesehen und der Ball nicht mehr laufen. Gut gedacht von der Jana Neuhaus, das Spiel dort breit machen. Jetzt der Langball, jetzt Tüfi, aber Hurni, um einiges schneller als Bischof. Friedli spielt zurück zu Hurni. Fun Fact, Serena Friedli und Thais Hurni sind die ersten zwei Frauen, die Spitzensport-RS für den Fußball gemacht haben, als Frauen. Sind dort zusammen angetreten, ob schon nachher Serena Friedli sich verletzt hat in der ganzen Zeit während dem zweiten Einsatz. Ich glaube, dann Thais Hurni zuerst mal alleine dort als Fußballerin. Also gut zu sehen, dass sogar die Armee in Sachen Gleichberechtigung ein bisschen weiter ist als so manche Fußballvereine. Ich glaube, gesellschaftlich gesehen sollst du als Fußballverein schauen, dass du ein bisschen weiter bist als die Armee. Wenn du das nicht schaffst, dann ist das sicherlich eine Frage, die man sich stellen muss, wo das die Prioritäten liegen. Der Ball noch nicht aus, aber Thais Hurni wartet. Sehr zuversichtlich, dass der geschundene Rasen hier in der Hubelmatz den Ball überhaupt noch rauslässt. Der Ball rollt nicht so gut, sicherlich auch mit dem Grund, warum wir viele Fehlpass sind. Viele Ungenauigkeiten. Hubelmatt ist auch sonst immer wieder ein bisschen malträtiert, aber natürlich nach einem Erstliga-Promotion-Spiel, ja, da sehen viele Reisen nicht mehr so gut aus. Neuhaus scheint sich weh gemacht zu haben. Mal schauen, ob sie weiter mitmachen kann.
Ohne Foul, sagt Rainer Friedli. Scheint auch so, als hätte man Melina Schkodler nicht mit einem Foul von der Bayern geholt, aber gleich. Jetzt aber ein Foul, ganz klar, an Irina Pando. Und es gibt Freistoß und aus dieser Distanz hat Irina Pando schon Menge reingehauen. Mal schauen, ob sie nochmal eine Chance bekommt. Wir reden von ca. 30 Metern, wenn ich das so richtig sehe. 28 bis 30 Meter vom Goal weg. Distanz, die Irina Pando durchaus kann meistern kann. Neben ihr noch Svenja Völmli. Mal schauen, wer das den Ball dann treten wird bei Luzern. Pando mit dem Schuss, aber ein bisschen zu wenig gefährlich für Serena Friedli. Friedli kann zum Ball zulaufen und den schön in die Hände nehmen. Er setzt noch mal auf, aber nicht genug gefährlich für Serena Friedli. Die Young Boys längst nicht mit der Intensität und Hast, wie sie noch in der ersten Halbzeit versucht haben, nach vorne zu kommen. Aber jetzt wieder ein guter Moment. Jaeli Ost lässt sich gut lockieren. Kombiniert gut mit Wippmer. Wippmer wartet lang, bis sie den Ball zurückgeht zu Jost. Jost kann dann noch im Spiel halten. Aber dann Graf kommt im Strafraum ein bisschen schneller als Hurni. Da ist Hurni unterwegs im Strafraum, um den Ball noch irgendwie in die Gefahrenzone zu bringen. Ist aber abgelaufen worden. Ich erinnere euch nochmal, wir haben einen Live-Chat hier auf YouTube, wo ihr könnt mit uns interagieren, Fragen stellen, Anregungen. Während Pilotzent Michel Schneider sich parat macht, aber zuerst noch der Eckball an zweiter Pfosten gut geköpfelt von den Young Boys. Aber Sandra Bruderer kommt raus und holt den Ball. Nadine Riesen ist dort mit dem Kopf dran gewesen. Gut gefunden auch von ihrer Mitspielerin. Luzern dort den Platz vor der Sandra Bruder nicht zum Griff gehabt. Und Nadine Riesen kommt sehr frei zum Kopfball. Aber Bruder klärt das gut. Wie gesagt, Michel Schneider steht parat an der Seitenlinie. Das heisst, wahrscheinlich bald die Einwechslung der jungen Außenverteidigerin. Mal schauen, wer denn die Auserwählte wird sein. Zuerst noch Schassberger mit dem Ball. Schassberger zu Friedli und Friedli mit dem langen Ball. Für Wittmer aber der ist schon aus dem Seitenout-Dos. Jetzt gibt es den Wechsel. Schneider kommt für Schkodeler, wie es aussieht. Ja, Melina Schkodeler noch 58 Minuten. Fertig mit ihrem Einsatz für heute. Für sie kommt Michel Schneider. Schneider klärt die rechte Aussenverteidigerin, wird es aber auch links wahrscheinlich regeln. So haben wir sie auch das erste Mal gesehen hier in Luzern. Michel Schneider hat damals ihr Debüt in der Nationalliga als linke Aussenverteidigerin. Das war letzte Saison, schon lang her eigentlich. Übrigens für euch, das ist ja der vorerst letzte Video, das wir machen, Match, das wir machen. Wir sind frühestens am 1. Dezember wieder zurück, dann mit Frauenteam Berner Oberland gegen Zürich im Cup. Vielleicht schaffen wir es auch noch am 30.11. eine Cup-Partie zu übertragen in der Zwischenzeit, aber wird ein bisschen Funkstille sein bei uns auf Abseits. Vielleicht wird noch das eine oder andere Video nachher aufgeladen, aber rausgegangen mit der Nummer 7, Melina Skoller. Tendenziell gibt es jetzt Spiel kommt mit der Nummer 6, mindestens eine halbe bis einen ganzen Monat Pause bei Abseits. Hoffentlich kommen dann all die anderen Medien auf die Idee, sich um einen Frauenfußball zu kümmern. Sonst haben wir ja immer wieder die Option, einfach mit Vereinen und Spielerinnen zu schauen, dass sie euch auf dem Laufenden halten. Hoffen wir, dass ein Match jetzt aber für die letzte Halbstunde, wo wir in diesem Monat wahrscheinlich noch für euch auf Sendung sind, ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass wir dann auch noch mit einem freudigen Abschluss können unsere Ferien verabschieden.
Soweit ein ruhiger Match. Die Young Boys nicht mit der Intensität, die sie in der ersten Halbzeit hatten. Und Luzern. Zwar gut aus der Kabine gekommen, aber seither ein bisschen abgeflacht. Zaug! Liana Zaug macht für Boden gut. Zaug im gegnerischen Drittel und Pando macht's faul. Es geht Freistoß für die Young Boys. Die Lina Pando will es nicht wahrhaben. Sie sagt, sie hat sie nicht berührt. Hat noch Kontakt ausgesehen, aber ich muss auch zu fairerweise sagen, ich bin ein bisschen weit weg von dem. Und die Lina Pando ist eine sehr ehrliche Spielerin von dem her. Könnte auch sein, dass es tatsächlich keine Berührung gegeben hat. Rael Sager hält zurück, aber sie wird nochmal vom Kurt Ulrich wieder zum Einwärmen geschickt. Wippmer bringt den Ball in den Strafraumeingang, wird verlängert von Riesen, aber dann Spruderer schneller dran als Xenia Schmid, hätte ich gemeint, am Recht am Osser. Nein, Liana Zaug am zweiten Pfosten. Riesen hat verlängert mit dem Kopf, Zaug hat wollte nie buxieren, aber dort ist. Sandra Bruder war schneller. Luzern jetzt wieder der Vorwärtsbewegung. Eine Chance für Erne zum Sprinten. Stefanie Erne gegen Laura Frey. Frey löst das gut, kommt aber nur bis Wieser. Abbühl jetzt mit der Flanke. Pando kann den Ball nicht behaupten, aber hat jetzt viel Zeit. Pando ist im Strafraum, aber Hurni löst das gut. Schmid läuft jetzt im Spiel davon. Sucht die Offensive. Spielt zurück zu der Marilena Wippmer. Das Spiel um einiges beruhigt. Wippmer zieht ein bisschen an. Und da merkt man eben schon den Qualitätsunterschied, den Marilena Wippmer hat zu anderen Spielerinnen. Merkt man auch, warum das Frankfurt in sie investiert hat, auch wenn sie nach einem Jahr zurückgekommen ist. Marilena Wippmer, wenn sie dann den Turbo zündet, wenn sie sich muss aus engen Situationen heraus bewegen, sehr, sehr gut. Ein Zacken besser als die Mitspielerinnen. Das erklärt ihre vielen Länderspiele und das erklärt auch, dass man in der Bundesliga auf sie gesetzt hat. Ich glaube auch, dass Marilena Wittmer wahrscheinlich zu früh in die Schweiz zurückgekommen ist. Sie hätte noch mal eine Saison probieren können. Sie hätte vielleicht einen Vereinswechsel probieren können. Ich denke, das Kapitel Wittmer im Ausland ist nicht fertig geschrieben, solange sie das nicht will, weil die Qualität hat Marilena Wittmer sicherlich genug. Ruhe in Bedrängnis bringt der Ball nur bis zu Thais Hurni. Hurni köpft, aber Schneider fängt ihn ab. Jackson fängt ihn ab, Entschuldigung. Jetzt der Ball, gut vorgelegt für Stefanie Ernes. Svenja Völmli hat gut mit dem Fuß den Ball prallen zum Erne lancieren, aber die Young Boys klären auch diese Chance. Thais Hurni wirft die Neuhaus. Luzern kann den Ball holen. Erne spielt zu Völmli. Völmli hat Mühe, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Und Fasel hat so Zeit, um ihren da wieder abluchsen. Neuer Anlauf Schneider wird klar gefault von hinten. Der Schiedsrichter wird nichts gesehen haben, aber Jael Josch hat klar Michel Schneider von der Beine geholt. Jetzt dann auch der Pfiff. Nochmal ein Freistoß. Nochmal etwa 28-30 Meter. Jetzt weit, aber nach rechts rausgelegt, wird Irina Pando direkt schießen. Nein, sie bringt ihn ein und dort Schassberger mit ihrer ganzen Erfahrung. Kann den Ball rausholen. Gefährliches Spiel von der Thais Hurni. Der Ball will im Spiel halten, aber ihn abbremsen und so viel Zeit vergehen, bis er sich gedreht hat. Glück im Unglück für Thais Hurni da, dass Chantal Wieser nicht mehr daraus machen konnte. Neuen Anlauf für Luzern. Mit Ruf. Ruf zu Abühl. Halb liebt bei der Innenverteidigerin. Abühl, jetzt Ruf mit der guten Passitüfe für die Irina Pando. Pando ist schon im Strafraum. Geht zurück für Wieser. Wieser kann aber nicht richtig schießen. Und so, eine weitere Chance vereitelt. Und es gibt einen Konter. Konter über Jana Neuhaus. Der gute Ball in die Tiefe für Riesen. Aber Luzern kann die Chance klären. Chantal Wieser, wenn sie den Ball richtig verwünscht, dann steht es hier 1-1. Aber so steht es nur weiterhin 0-1. Und die Young Boys sind unterwegs. Der vierte Platz für sich
zu beanspruchen. Ja, Eliost. Spät mit der Thais Hurni, Hurni zu Fasel. Mittlerweile im Niederhasli auch ein Goal gefallen. Im Niederhasli hat Lara Marti, ja, die hat einen super Lauf. Lara Marti hat im Niederhasli ihr Team in Front gebracht. 1-0 steht es dort für Basel. Während Servet ja in Lugano nicht über das 2-0 hinweggekommen ist, was überrascht, weil Servet sehr viel Goal schießt und Lugano sehr fest geschwächt ist mit ihren U17-Spielerinnen, die in die Bresche springen für die Nationalliga A, für die vielen nicht spielberechtigten amerikanischen Spielerinnen. Der zweite Wechsel, Pilo 10. Rahel Sager kommt ins Spiel. Für sie geht vom Platz Victoria Bischoff, die in der Startminute sehr auffällig war, aber mittlerweile dann auch ein bisschen verschwunden ist im Match. Bischoff nützt die neue Regelung und geht auf dieser Seite raus. Natürlich für Kameramänner wie jetzt unser Bart schwierig. Der hat versucht, sie neu einzufangen, aber sie ist dann irgendwo dort hinten im Getümmel gesehen. Young Boys laufen nochmal an, über rechts. Der Ball schon im Strafraum, aber gut blockt von der Luzerner Defensivkraft. Wechsel jetzt auch bei den Young Boys. Wer kommt ins Spiel? Ein weiterer Wechsel beim FC Luzern. Charlotte Melon kommt ins Spiel. Victoria Bischoff. Reinkommen ist mit der Nummer 21, Rahel Sager. Charlotte Melon kommt ins Spiel. Sie, die ja im Cup sogar noch Goalie war gegen Erlin Spach, soll heute wieder für Gefahr sorgen im Sturm. Wer für sie rausgegangen ist, das sehe ich auf die Distanz noch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, eine Young Boys-Spielerin bleibt mal liegen. Hoffentlich nicht. Während Svenja Fömmli, ja, dass er einer friedlich scheitert. Guter Konter von Luzern. Ich habe mich mehr beschäftigt mit der Young Boys-Spielerin, die liegen geblieben ist. Und nicht genau gesehen, aber Völmli scheitert im 1 gegen 1 an der Serena Friedli. Neuer Anlauf für Luzern mit der Rahel Sager. Sager bringt den Ball ein, wird aber von der Leana Zaug abgefangen. Zaug bringt den Ball nach vorne zu der Marilena Wittmer. Wittmer in der Mitte Gegenweiser, kommt als zweites Mal durch. Marilena Wittmer zeigt ihre ganze Klasse, jetzt einen guten Pass im Flügel, aber auch wieder, die Mitspielerin hat da nicht mitgerechnet. Es sieht so aus, als wäre Jana Neuhaus oder Jael Joost ist die ausgewechselt worden ist. Jetzt sehe ich es da auf die Distanz. Dort ganz hinten habe ich es nicht erkannt. Jael Joost wird vom Spiel genommen. Charlotte Melon soll stürmen. Charlotte ist dann auch die, die vorhin liegen geblieben ist. Hoffentlich hat sie sich nicht weiter weh gemacht und kann noch weiter mit tun. Eckball für die Young Boys. Marilena Wittmer schreitet gemütlich voran. Sie, die ja schon den Führungstreffer geschossen hat, wird wahrscheinlich jetzt versuchen, den Ball wie vorhin ins Strafraum zu bringen, sodass eine Mitspielerin locker zum Kopfball kommt. Nein, das Mal passiert das nicht. Am zweiten Pfosten segelt dann auch Carola Fasel am Ball vorbei. Es steht weiterhin 0-1. Völmli, Schneider im Keien, tut sie den Ball noch behaupten. Schneider versucht, Sager zu lancieren, aber Hurni fährt das Ganze ab. Schmid beruhigt das Spiel. So, das heisst Hurni. Hurni aber jetzt direkt mit dem langen Ball in die Tiefe führt Charlotte Melon, aber der wird abgefangen. Zaug kompromisslos, aber auch mal weggeschlagen. Bischoff verliert das Duell gegen Wittmer und das heisst jetzt 3 gegen 3. Wittmer, oh, ist das die beste Lösung? Ich denke nicht. Wittmer steckt den Ball durch für ihre Mitspielerin, wo aber dann in einer Abseitsposition läuft. Dort hätte man müssen wahrscheinlich Breite suchen, sodass man auch wirklich 3 gegen 3 in einer Linie ist und dann mehr Anspielstationen hat und nicht zurückbleiben und versuchen, den Ball in die Tiefe zu legen.
jetzt nicht souverän gelöst von den Young Boys. Da hat man mehr aus dieser Chance können machen. Schneider spielt mit Graf. Schneider hat den Ball wieder, zündet Turbo, aber Zaug klärt Schmid und jetzt Melon. Beruhigt das Ganze. Tyson musste dann auch ein bisschen zurücksprinten für den Ball, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und Lena Zaug hat ein bisschen Zeit. Zaug zu Hurni. Hurni zurück zu Friedli. Pando ist schon dort zum Bedrängen, aber Friedli haut den Ball weg. Und Ruf mit Graf. Das Spiel muss nochmal aufgebaut worden von Händen. Schneider. Schneider kommt nicht an Hurni vorbei, aber hat eine zweite Chance. Aber jetzt Bau bei der Jana Neuhaus. Neuhaus macht noch rechts auf für Laura Frey. Frey lanciert weit hinten Nadine Riesen. Aber der Ball abgefangen von Alessandra Abbühl. Doch die Young Boys erobert ihn zurück. Riesen verliert jetzt den Ball. Pando ist aber nicht schneller dran als ihre Gegenspielerin. Und es gibt Entlastungsfreistoß für Julia Schassberger, die hier von Irina Pando gefoult wird. Die Berner Young Boys Frauen sind hier unterwegs. Ganze 19 Minuten weg vom Sieg. Und Luzern hat eine gute Chance gehabt, Konter nach einer guten Chance für die Young Boys. Aber sonst haben nicht so viel von dem Spiel. Woran das liegt, kann ich nicht genau sagen. Holpriger Platz, das spielt natürlich sicher technische Spielerinnen wie die von Glenn Meyer nicht in die Füße, aber Völmli jetzt mit dem Lattentreffer. Grossartig von der Svenja Völmli geklärt. Und jetzt so Ausgleich. Das Goal für Stefanie Herne. Herne trifft. Und das schauen wir das Ganze nochmal an. Völmli hat das genial gelöst. Vor ihm. Svenja Völmli auf Pass von der Rael Sabit löst sie das clever, bringt den Ball aber nur an die Latte. Pando behauptet nur den Ungleich zurück für Stefanie Herne. Und so geht das manchmal. Stefanie Herne wahrscheinlich die am wenigsten auffällige von diesen drei Stürmerinnen bei Luzern. Pando, Völmli und Herne, aber dann die, die den Ausgleich schießt, gut bedient von der Irina Pando, aber sagen wir, mindestens 80% vom Goal hat Svenja Völmli mit ihrem Abschluss, mit ihrer Dreieck, dort im Sturm, wie ein richtiger Mittelstürmer, hat sie das gemacht. Dort hat sie eigentlich den Unterschied ausgemacht, der Ball dann an die Latte mit etwas Pech. Aber Stefanie. Goal für den FC Luzern! In der 73. Minute gelingt den Luzerner Frauen der 1:1 Ausgleich. Durchschützin ist mit der Nummer 23 Stefanie Erne. Und das Lattentreffer von Marilena Wittmer. Ist das ein guter Schuss gewesen? Sorry, ich habe ein bisschen geschwiegen, weil das Stadionanlage in der Hubelmatt ist so laut. Ich höre meine eigenen Gedanken nicht. Aber guter Schuss von den Young Boys. Und fast wären sie wieder in Führung gegangen. Clever gelöst, schnell gemacht. Hurni ist es gesehen. Thais Hurni verschafft sich Platz, zieht ab mit ihrem starken rechten Fuß und trifft die Latte. Thais Hurni, grossartiges Talent, super Außenverteidigerin. Warum sie beim Außenverteidigermangel in der Schweizer Nazi nicht im Aufgebot ist, ja, das weiß ich nicht. Aber ja. Das sind die Realitäten vom Schweizer Frauenfußball. Irina Pando sucht den Sturm. Findet aber nur die Beine der Young Boys Spielerinnen.
Bald zurück zu der Serena Friedli. Ja, ein herber Dämpfer für die Young Boys, der Treffer jetzt von der Stefanie Erne. Aber die B4-Stunde hat angefangen. Mal schauen, ob sie auch hier in der Hubelmatt zählt. Wo wir im Stade de Suisse gefilmt haben, hat die B4-Stunde eingeschlagen. Dort haben die Young Boys den Ausgleich sogar noch erzielt in dieser 4-Stunde. Mal schauen, ob sie hier auch wieder in Führung gehen können. Gegen Luzern. Thais Hurni hat es ja schon mal probiert, aber nur die Latte getroffen. Sager klärt gut vor Wittmer. Thais Hurni mit dem Einwurf. Aber Neuhaus wird gut bedrängt von Jackson. Jackson dann mit dem Foul zieht der Jana Neuhaus auch gerade die Schuhe aus. Noch keine einzige Karte gezeigt in diesem Spiel. Und es hat vielleicht ein, zwei Fälle gegeben, wo eine Karte sogar verantwortet hätte. Aber so ist es im Frauenfußball. Karten werden spärlich genutzt. Jana Neuhaus muss jetzt zuerst mal wieder die Schuhe anlegen. Hoffentlich ist es keiner von diesen Schuhschuhen mit dem eingebauten Socken. Von denen habe ich gehört, dass es extrem schwierig ist, die anzulegen. Ja, auch ich tummle mich im Soccer Girls Problem. Seite auf Instagram und habe gehört, dass sie ganz, ganz schlimm mit diesen Schuhen mit eingebauten Socken. Wippmer lanciert Hurni, aber Hurni kann gut blocken eigentlich. Sie zwingt Chantal Ruf zu einem ungenauen Schuss. Und es gibt Einwurf aber für Michelle Schneider. Schneider nur bis zu Schmidt. Und neuen Anlauf für Michelle Schneider. Schneider findet Völmli. Völmli dreht sich. Behauptet und bekommt einen Foulpfiff. Völmli gegen Neuhaus. Der Schiedsrichter entscheidet für Völmli. Und der Platz sehr, sehr malträtiert hier in der Hubelmatt. Erste Liga-Promotion-Spiel sind halt hart mit so einem Rasen. Jackson wird den Ball einbringen. Sabina Jackson. Weit zurückgezogen und Irina Pando kann mit dem Kopf nicht mehr als den Ball neben das Goal setzen. Die Idee wäre es jetzt verlängern, aber der Schuss von der Sabina Jackson, die Flanke, ein bisschen zu weit zurückgezogen in den Strafraum. Pando kann dann nur gerade so erlaufen und keine Präzision mehr dahinter bringen. Pando aber jetzt gut den Ball abfangen. Irina Pando ist im Strafraum. Pando bringt den Ball quer, aber zu ungefährlich. Serena Friedli fängt ihn ab. Irina Pando hat alles richtig gemacht, bis dann die Flanke, die zu nahe zu der Serena Friedli gekommen ist. Beide werden sich dann treffen. Ab Montag im Nazi-Camp. Dort wird dann die Schweiz einrücken zum Versuchen gegen Rumänien. Ein weiterer Sieg auf ihrem Weg an EM 2021 in England zu erreichen. Gegen Rumänien wird gespielt in Schaffhausen. Wir sind nicht dabei, also empfehle ich euch entweder am Match zu gehen oder Livestreams mitzuverfolgen. Wir werden versuchen, euch irgendwie auf dem Laufenden zu halten. Aber ich kann nicht versprechen, wie gut das geht. Irina Pando bringt den Ball hier. Völmli verlängert und Erni kommt drauf vorbei. Und es stellt sich mir die Frage, hat Svenja Völmli den Ball nicht verlängert, wäre er wahrscheinlich genau vor der Stirn von Michelle Schneider, nicht von der Stefanie Erni gelandet. Guter Spielzug von Luzern. Luzern in den letzten Minuten. Der Ausgleich auch am Rechtfertigen. Irina Pando, ich sage ja, sie ist für alles gut, jetzt schießt sie sogar die Eckball. Irina Pando, das Schweizer Sackmesser, wie man es aus dem Lehrbuch kennt, für jeden Trainer. Eine super Verstärkung. Pando mit dem direkten Eckball und Hurni muss den Ball rausschwarten. Es gibt nochmal einen Eckball. Irina Pando, jetzt lässt Young Boys nicht mehr so viel Platz vor dem Goal, also kein direkter Eckball wohl mehr möglich für Irina Pando. Pando bringt den Ball dennoch zu nahe an den Young Boys Spielerinnen und es wird geklärt.
Charlotte Melon mit der 3, kommt der Graf vorbei, aber Graf mit dem Foul. Clever von der routinierten Verteidigerin vom FC Luzern, dort das Foul zu ziehen. Warum der Schiedsrichter dort keine gelbe Karte zeigt bei einem taktischen Foul aus dem Lehrbuch, weiss ich nicht. Muss ich ja nicht wissen. Die Young Boys wechseln auf jeden Fall nochmal. Aber der Wechsel scheint noch nicht stattgefunden zu haben. Ich sehe keine neue Kräfte im Spiel. Nadine Riesen jetzt im Angriff, hat nicht den Ball behaupten. Sarah Klotz kommt für den FC Luzern ins Spiel. Das wird dann auch ein Wechsel sein. Weiteren. Bei den Young Boys hat man zwar Wechsel angezeigt, aber ich glaube, es ist noch keinen erfolgt. Wippmer, sucht Platz, sucht Anspielstationen, findet nichts. Nur ein Meer von blauen Spielerinnen. Wippmer jetzt aber gut gesehen am rechten Flügel. Aber da kann Luzern klären, Abbühl. Es gibt Einwurf. Jetzt dann der Wechsel. Jetzt kommt sie mit der Nummer 19. Nein, 16. Laura Schreuers. Laura Schreuers kommt ins Spiel. Vom Platz geht mit der Nummer 8 Jana Neuhaus. Während Sarah Klotz ins Spiel gekommen ist, für Rahel Graf? Für die Innenverteidigerin, für den Captain? Nein, für Stefanie Erne, Entschuldigung. So, 23 hat ausgesehen wie ein 20 durch die Bank. Erne vom Spiel, Klotz wird lanciert. Mal schauen, ob Klotz und Schreuers die Entscheidung herbeibringen in diesem Match, wo im Moment 1-2 steht und wir noch etwa 9 Minuten, 8 Minuten reguläre Spielzeit zum Spielen haben. Ich schaue nochmal in unseren Live-Chat. Arau führt mittlerweile 13-0 gegen Iverdon, sagt uns Tanja Pilgrim. Während die Young Boys den Ball in den Strafraum bringen, sie steigt auch hoch. Charlotte Melon, aber köpft am Goal vorbei. Bruderer zu Graf. Graf zurück zu Ruf. Ruf versucht Sager zu lancieren, findet aber nur Wittmer. Marilena Wittmer versucht Spiel schnell zu machen. Charlotte Melon lässt abprallen, führt. Auch Bernerin haben jetzt die ersten zwei Wechsel von Leit ab für Schmidt. Schmidt lanciert Wittmer am linken Flügel. Wittmer hat viel Platz. Wittmer ist im Strafraum. Wittmer gegen Bruder. Wittmer schießt die Goalie-Frau an. Wie kann denn das sein? Marilena Wittmer. Nach einem grossartigen Pass. Nach einem grossartigen Pass von der Xenia Schmidt. Ist Marilena Wittmer alleine. Macht alles richtig und so viel Platz. Sandra Bruderer ist nicht so riesig. Findet Wippmer doch nur die Hand von Sandra Bruderer. Es geht. Eckball. Aber Marilena Wittmer. Dort hätte man doch den Ball im Goal versenken. Das wäre ihr zweites Goal gewesen heute. So der Eckball auch nicht wirklich gut genutzt von Luzern. Und es gibt eine neue Chance. Von den Young Boys, es gab eine Chance für Luzern zum Kontern. Aber die Young Boys haben die können abblocken. Neuer Anlauf über Schassberger, zurück zu Friedli. Young Boys suchen das zweite Goal. Ich würde sagen, sie sind dem auch vielleicht ein bisschen näher als Luzern. Mal schauen, ob da sich noch etwas tut vor Schluss von dieser Partie. Nadine Riesen. Paul. Tief von Schreuers lanciert für Frey, aber Luzern behauptet und kügelt im eigenen Strafraum. Sehr gefährlich. Lara Frey. Und hat es weiteres Mal gewechselt. Das Spiel verlassen hat mit der Nummer 23 Stefanie Erne. Für sie reinkommen ist mit der Nummer 2 Sarah Klotz. Ein bisschen mehr als 5 Minuten reguläre Spielzeit. Sandra Bruderer, ist das der Ball, der für die Entscheidung sorgt? Svenja Völmli hat ihn in den Füßen. Völmli behauptet noch mit dem ersten Haken. Völmli wird gefallen von Schmidt. Der Schiri wird nichts gesehen haben.
Und Luzern muss neu anlaufen, aber es war klar das Fall von der Xenia Schmid an der jungen Svenja Förmli. Michael Schneider mit dem Flankenwechsel für Klotz und Riesens segelt vorbei und wow, fast hat Sarah Klotz doch eine erben. Aber Serena Friedli nimmt den Ball fest in die Hand. Wie gesagt, das ist unsere letzte Live-Übertragung für ein Weile. Mal schauen, wie das Ganze dann aussieht im Cup. Dort werden wir sicher in Thun sein vorher, weiss ich nicht, ob wir nochmal dazukommen. Die Interviews nach dem Match, dann wahrscheinlich auch unser letztes Video für das Willi. Mal schauen, ob wir nochmal einen Podcast aufnehmen in der Zeit, die uns noch bleibt. Pando ist im Strafraum. Pando muss sich drehen. Frei, gut zurückgeheilt, hat der Ball behauptet. Und jetzt versucht Schneider, das Spiel schnell zu machen, findet aber noch Rapiel. Doch Riesen, gut zurückgeschafft von der Nadine Riesen. Luzern muss wieder ganz an die Basis. Chantal Ruf, cleverer Haken, bringt jetzt den Ball für Pando. Pando ist im Abseits gestanden. Und der Schiedsrichter sieht das auch. Irina Pando steht einen Meter vor der Abwehrreihe der Young Boys. Und hat eben den Ball nicht können abnehmen. Die Young Boys haben nur zweimal gewechselt. Es machen sich noch zwei Spielerinnen warm. Mal schauen, ob der Julien Maron da nochmal einen Wechsel vollzieht. Oder ob er das Team so lässt. Während Chantal Wieser dort Marilena Wittmer zu Fall bringt. Der Schiri wird nichts gesehen haben. Und Michael Schneider stürmt. Schneider bringt den Ball hier. Aber Friedli ist schneller als Förmli am Ball. Serena Friedli spielt zu der Thais Hurni. Hurni zurück zu Zaug. Zaug sucht Wittmer in der Distanz, aber Sager fängt den Ball ab. Rahel Sager jetzt als Außenverteidigerin unterwegs und Michel Schneider offensiver, also als Flügel. Mal schauen, ob sich das dann so haltet noch für die letzten vier Minuten oder ob man wieder zurückwechselt. Zuerst einmal Xenia Schmid, die versucht zu stürmen. Der Ball jetzt bei der Laura Schreuers. Schreuers hat viel Platz. Bringt den Ball nach vorne, aber er wird abgefangen vom FC Luzern, von Alessandra Abri. Jetzt der Ball in die Tiefe für Pando. Pando setzt sich gegen Faseldor und jetzt Goal! Irina Pando mit ihrem 10. Treffer! Pando macht es 2-1! Guter Ball in die Tiefe für Irina Pando. Und Pando setzt sich dann im Laufduell gegen Carola Faseldor. Abbühl geht ab zu Schneider. Schneider sieht Pando. Wirklich guter Ball. Pando setzt sich an Zaug und Fasel durch und bringt den Ball auch noch an Serena Friedli vorbei. Es steht 2-1 für Luzern. Bitte nicht Johnny Depp. Ich hasse diesen Song. Das kann ich mir ganz, ganz viel Herzblut sagen. Ich hasse diesen Song nicht nur, weil er mir immer wieder YouTube-Beschwerden einbringt, sondern weil er wirklich nicht gut ist. Irina Pando mit ihrem 10. Saison-Goal bleibt sie an der Spitze der Torschützinnen und schießt Luzern ins Glück vielleicht. 2-1, mal schauen, ob die Young Boys reagieren. Leider haben wir ein bisschen technische Probleme und die Musik funktioniert. Umso schöner, dass Sagen! Lanciert! Klotz am Lauf! In der 89. Minute, Irina Pando, FC Luzern. Klotz gegen Frey, Klotz kommt durch, geht an die Grundlinie, bringt den Ball zurück. Förmli muss sich drehen, aber Fasel hindert sie dran. Der Ball wieder in der Luzerner Reihe. Ruf spielt zurück zu Bruderer. So Ruf, ja, Luzern kann jetzt nichts mehr anders machen, als das Resultat verwalten. Das wäre die beste Lösung. Die Young Boys wechseln noch das dritte Mal. Chiara Messerli. Stürmerin kommt ins Spiel. Für sie geht es vom Platz Julia Schassberger, die Innenverteidigerin. Stürmer für Innenverteidigerin, das ist eine klare Ansage. Der Julien Maronda wird das Spiel noch ohne ausgleichen. Die Young Boys so viel näher gesehen. Lang noch gesehen am Sieg. Aber dann die Schlussphase vom FC Luzern. Hat das Ganze gekehrt, der geniale Pass von Michel Schneider hat eine Vorentscheidung beigebracht.
Oder doch nicht? Widmer lanciert Hurni am linken Flügel. Thijs Hurni. Hurni behauptet sich, bringt den Ball ein. Und abgelegt. Und jetzt der Nachschuss der Distanz. Und Bruderer, nicht ganz sicher, aber genug, dass der Ball nicht über die Linie geht. So. Es gibt noch einen Eckball für die Young Boys. Wir sind über den 90. Minute. Hey, Bruder, fuscht ihn weg. Der Nachschuss aus der Hinterreihe, aber nicht gefällt. Carola Fasel bringt den Ball nochmal nach vorne. Aber im Abseits, Charlotte Melon kann nicht zum Abschluss loskommen. Mal schauen, wie lange der Schiedsrichter nachspielen lässt. Ich kann euch sagen, es ist eine spannende Schlussphase. Ich bin froh, hat das Spiel noch mal ein bisschen Saft bekommen, noch mal ein bisschen Herzblut. Nach dem Match werde ich versuchen, Interviews zu machen für euch. Aber ich kann noch nichts versprechen. Ihr wisst, ihr müsst uns abonnieren auf YouTube, auf Soundcloud, auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter. Dort werden wir immer wieder Content für euch produzieren in der nächsten Zeit. Wir nehmen diese kleine Auszeit, aber wir sind dann für spätestens das Viertelfinale wieder für euch da. Raus ist mit Sandra Bruderer. Bruderer sucht Klotz. Findet sie auch, aber es gibt Einwurf für die Young Boys. Die Young Boys rühren jetzt nochmal alles nach vorne. Münzen sie auch. Carola Fasel zu der Leana Zaug. Zaug hat viel Platz. Mal schauen, ob sie die richtige Lösung findet. Leana Zaug. Zaug über die Mittellinie. Findet heisst Hurni. Hurni wird aber vom Ball getrennt von der Svenja Völmli. Michel Schneider verliert das Duell gegen Jenja Schmidt. Thijs Hurni kann erben. Hurni spielt zu der Leana Zaug. Zaug zu Schreuers. Schreuers am rechten Flügel zu Laura Frey. Laura Frey macht den Haken, zieht in die Mitte, lädt aber den Ball übrig. Für Marilena Widmer, Jenja Schmidt. Jetzt mit dem Pass. Führt Laura Frey vor dem Strafraum. Sie muss noch recht rausgehen. Zu der Nadine Riesen. Riesen mit den guten Flanken, aber Graf kann abwehren. Sager kann sie den Ball behaupten. Sager bringt den Ball zu Svenja Völmli. Völmli hat jetzt die Chance zu kontern. Völmli gegen Schmid und gegen Zaug. Völmli kommt vorbei. Schmid fault sie. Schiedsrichter wird nichts gesehen haben. Und die Zeit läuft gleich davon, gleich ab für die Young Boys. Mal schauen. Thijs Hurni mit dem langen Ball für Chiara Messerli. Graf holt ihn vom Himmel und der Ball jetzt bei der Chantal Ruf. Ruf mit dem Pass für Irina Pando. Die geht zurück zu der Rahel Sager. Sager zu der Michelle Schneider. Schneider kommt nicht an Hurni vorbei und es gibt Einwurf für die Young Boys. Wahrscheinlich eine der letzten Aktionen im Match, während Svenja Völmli am Boden liegen bleibt. Hoffentlich stimmt alles mit Svenja Völmli. Hoffentlich hat sie sich einen weiteren Weg gemacht. Völmli steht schon wieder. Der Einwurf von der Thijs Hurni. Lara Schreuers dreht sich zurück. Spürt sie Carola Fasel. Fasel versucht am linken, rechten Flügel frei zu lancieren. Findet aber nur Klotz. Und jetzt Irina Pando mit für Platz. Pando gegen Fasel spürt zu Klotz. Klotz kommt in gute Schussposition. Geht ab auf Pando. Pando trifft. Aber aus der Abseitsposition und ich glaube, das stimmt. Bin nicht 100% sicher, ob der Schiedsrichterassistent das richtig sieht, aber ich glaube es. Ich glaube, Irina Pando war in einer Abseitsposition. Umso bitter, dass dort Sarah Klotz den Ball nicht gespielt hat. Charlotte Melon mit dem langen Ball. Hail Mary für Nadine Riesen wird abgefangen von Alessandra Appiol. Svenja Völmli. Völmli mit dem Hacken, verliert den Ball. Marilena Widmer, wie lang wird das Spiel noch nachgespielt? Widmer mit dem langen Ball, aber das Spiel ist abgepfiffen. 2-1, der Sieg vom FC Luzern. Luzern gewinnt ein schwieriger Match gegen. Ein schwieriger Match gegen die Young Boys, wo sie lang nicht das bessere Team gesehen sind, aber die Schlussphase hat für Luzern gesprochen. Luzern gewinnt 2-1. Irina Pando mit ihrem 10. Saison-Goal und Stefanie Erne mit dem Treffer haben dafür gesorgt, dass Luzern 2 Zähler hat.
Vorher hat Marilena Wittmer alles richtig gemacht für die Führung der Young Boys. Marilena Wittmer wahrscheinlich die Woman of the Match. Aber das bringt den Young Boys sichtlich wenig. Luzern ist viert und geht so in die Nazi-Pause. Ich gehe auch in Pause für ein paar Wochen. Gehört ihr nicht mehr hier auf YouTube. Genießt eure Zeit und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, auf Soundcloud, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter und auf Soundcloud. Ich danke euch, danke Bart von Wiesenbeck für die Kameraführung. Tschüss zusammen.